Ich erzähle euch jetzt eine Kleinigkeit zu dieser ganzen Daily Run Geschichte. Der heutige Daily ist mit Lilith und ich dürfte bei, weiß ich nicht, 24, 25 Daily Challenges hintereinander sein. Hintereinander! Ich habe so viel auf mich genommen, dass ich diese 25 oder 24 Dailies alleine hintereinander schaffe, weil das besagte Achievement ja heißt, spiele die Daily Challenge 31 Mal hintereinander, also in Folge. Und ich habe eine Menge auf mich genommen. Ich habe sogar den Banani beauftragt, dieses Spiel zu spielen, während ich nicht an meinem PC konnte, in meiner Abwesenheit. Ich habe alles auf mich genommen, damit diese Serie nicht reißt, damit ich 31 Mal in Folge diese Daily Challenge machen kann. Und was hat Edmund jetzt gemacht? Er hat mit einem 16-Megabyte-Patch das Achievement geändert. Man muss nur noch 31 Mal die Daily Challenge gemacht haben. Nicht mehr hintereinander. Klar, für die Allgemeinheit top-notch, geile Sache. Aber was ich alles auf mich genommen habe, damit ich das überhaupt machen kann. Und jetzt sagt er einfach, na ist doch egal, Hauptsache 31 Mal gemacht. Fuck you, Edmund. Also um es auf den Punkt zu bringen. That Edmund Moment, oder? Meine Arbeit wurde richtig belohnt, oder? All meine Mühen wurden richtig belohnt. Geil. Oh, da gibt es Mega-Satan. Na Prost, Mahlzeit, ey. Ja, geil. Also das Einzige, was man jetzt hintereinander machen muss, ist immer noch die, also ist, die Challenge 5 Tage am Stück schaffen. Schaffen, nicht antreten, schaffen. Was ich auch ein absolutes No-Go-Achievement finde, meines Erachtens. Weil manche Challenges sind einfach Mist. Stell dir mal vor, ihr habt die 4. Challenge geschafft und wollt jetzt heute die 5. machen. Und dann ist es ein Lost Run, der einfach absolut müllig ist. Das würde mich auch total aufregen. Findet ihr Daily Achievements einfach nicht gut? Und jetzt muss man sie halt 31 Mal machen und ich habe ja einmal eine Serie schon reißen lassen von 8 Tagen oder so. Ich hatte schon mal eine 8-Tages-Serie, habe die dann reißen lassen wegen einem Tag und habe dann jetzt wieder eine 24er, 25er-Serie. Das heißt, theoretisch müsste ich innerhalb der nächsten 2-3 Tagen müsste ich dieses Achievement jetzt kriegen, jetzt wo ich nur noch 31 Mal antreten muss. Angeblich. Das heißt, wir machen jetzt diese Challenge heute und wir machen die Challenge wahrscheinlich auch morgen. Wir machen die Challenge auch wahrscheinlich auch übermorgen. Und irgendwann innerhalb dieser nächsten Tage müsste das dann fertig sein. Ja, ja, Dennis, aber sag ich ja, man muss die 500 hintereinander gewinnen. Ich habe nichts von Tagen erzählt, du musst ja auch 500 hintereinander gewinnen. Und das ist halt scheiße. Flu, ich habe leider absolut gar keine Ahnung. Sonst würde ich dir da sehr gerne weiterhelfen. Ich meine, ich finde das ja wirklich nett, dass Edmund den Leuten entgegenkommt, weil dieses 31 Tage in Folge Achievement ist scheiße, es ist Bullshit. Weil es gibt nicht immer Menschen, die 31 Tage am Stück haben, ihr beschissenes Scheißspiel anzumachen. Wie mich zum Beispiel. Die halt auch manchmal einfach auswärts sind, ohne Computer. Ich finde das schön, dass er den Leuten entgegenkommt. Aber warum dann erst Ende Februar? Warum hast du das nicht Ende Januar schon gemacht, Edmund? Damit man den Leuten nicht den ganzen Februar dieses Spiel spielen lässt, nur am Ende zu sagen, ach, eigentlich hättest du es dir auch sparen können. Na, das ist doch scheiße. Hallo, Janu. Ja, Dennis, aber es gibt auch Menschen, die gucken vielleicht keine Streams oder haben keinen zweiten Account, um nachzugucken, ob die Challenge am heutigen Tag gut ist oder nicht. Klar, wenn man sieht oben, dass man heute Lost spielt, dann kann man sagen, okay, ja, mache ich heute nicht. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Challenge, du weißt nicht, wie lange sie geht. Ja, kann ja sein, dass es irgendwie heute zum Beispiel irgendeine Mega-Satan-Challenge ist, die absolut beschissen ist. Es ist nicht in Ordnung. Ganz einfach. Das Achievement, gewinne die Daily Challenge 5 Mal.
Fertig. Das wäre cool gewesen. Dann kann man sagen, okay, endlich mal ein Anreiz, Daily Challenges zu machen. Jo, ist cool, ist cool. Aber nicht der Zwang, etwas hintereinander zu müssen. Das ist nicht in Ordnung. Und da muss man auch einfach mal was kritisieren. Weil das ist nicht okay. Dennis, aber ich habe doch gerade gesagt, es gibt auch Menschen, die tun das nicht. Können nicht, tun es nicht. Ist doch völlig egal. Das ist sehr schön, dass es Menschen gibt, die extra den Leuten sagen, ob eine Daily Challenge heute in Ordnung ist oder nicht. Aber wie gesagt, es wird auch irgendwelche Casual-Spieler geben, die das nicht machen. Und auch für die muss es fair sein. Es kann nicht angehen, dass ich mir erst angucken muss, was für eine Challenge, bei jemand anderem angucken muss, was für eine Challenge heute ist. Das kann nicht angehen. Das ist nicht richtig. Oh, wow. Scheiße, ich hätte das HP-Up noch nicht nehmen dürfen. Naja, was soll's. Das sollte ein sicherer Sieg sein. Doppel Brimstone. Ich denke mal, das wird GG sein. Also bei der Boss natürlich. Das machen wir mal lieber nicht. Mein Pokémon Go funktioniert wieder, ja. Grund unbekannt, aber es geht. Wolf zeigt am Ende des Dailies mal, wie gut im Gegensatz zu deinen Freunden abgeschlossen hast, die den auch schon gemacht haben. Ich habe gestern den gestrigen Daily Run. Ey, der war richtig sick. Ohne ihn vorher gemacht zu haben, war ich auf Rang 185. Das war richtig krass. Gestern war ein richtig sicker Run. Gestern war ein Brimstone-Run, lustigerweise in der Challenge, heute schon wieder. Witzig. Denke mal, auch heute dürfte ich wieder... Oh, ja doch, ich denke heute sind auch vielleicht Top 500 drin. Ach ja, mit Tiny Plant ist eigentlich ganz witzig. Tiny Planet ist mit Brimstone eigentlich sogar ganz okay. Heute mal wieder so ein typisches, guck mal, ich zeig dir, wie die Synergy mit dem und dem Item funktioniert. Tag. Das ist eigentlich ganz süß. Und das sieht zu zweit richtig geil aus. Jetzt vielleicht noch ein bisschen Damage ab und ich bin zufrieden. Wow, Maw of the Void. Und... Oh. Okay. Ganz ehrlich, Leute, das ist ja wohl das Beste, was passieren kann. Fliegen. Keine Herzen verlieren. Maw of the Void. GG. Absolut insane. Und natürlich Damage ab und all der Quatsch. Ups. Jetzt vielleicht mal noch ein Tears Up. Das war jetzt richtig sweet, ey. Na schön, schauen wir schnell rein. Ja, lohnt sich nicht. Meinst du Delirium oder Megasatt ist mit Mom's Knife machbar? Mit Delirium sehr schwer, Megasatt dann ultra easy mit Knife. Oh, keine Schlüssel? Komm schon, ich will nicht so lang hier in dem Run geiern.
Oh, Toothpicks! Ich liebe doch die Toothpicks. Sehr geil. Wie konntest du jetzt Free Herzen bekommen im Deal? Weil das Item Herzen gibt. Ganz einfach. Das Item und die Verwandlung geben Herzen. Also eigentlich hätte ich nur zwei Herzen gehabt, aber dadurch, dass ich noch die Verwandlung hatte, die letztendlich auch nochmal zwei Herzen gibt, habe ich quasi vier gehabt und deshalb war der komplette Deal für mich for free. Passt. So. Auf was wartet von dazu? Achso, mit Ark. Nee, lass mal. Ach, Relic auch noch. Das ist ja schon fast zu stark. Wie entsteht genau die Verwandlung? Drei Devil-Items. Aber nicht irgendwelche, sondern wirkliche Teufels-Items. Also in dem Fall war es Brimstone, Pact und Maw of the Void. Das sind Teufel-Items. Und dadurch wird man dann Leviathan. Und dadurch kann man fliegen und kriegt zwei Black Hearts. Da, ich denke mal, dass dadurch, dass wir jetzt auch noch das Relic haben, der Run sehr safe ist. Und wir deswegen ziemlich durchrushen. Also ich würde jetzt keine Items mehr aufnehmen, es sei denn, ich laufe zufälligerweise noch vorbei. Okay, Sack of Sacks ist cool, der macht Spaß. Aber ich hätte ganz gerne meine Sandkarte wieder. Die ich in der letzten Ebene dafür nutzen werde, um die Ebene zu sehen, tatsächlich. Easy peasy. Wie Damage down. Uncool. Egal, macht nichts. Wurscht. Ah, jetzt wusste ich gar nicht, wie ich mich bewegen soll. Gott sei Dank ist das alles total egal. 15er Tierrad ist auch echt ziemlich nice. Wo sind wir denn gerade? Denkst du, Scheiße, das kann ich nicht machen. Ich kann keine Passage nehmen. Ich könnte höchstens. Warte, wir machen das anders. Wir machen jetzt die Sun. Nehmen die Passage aber gleich mit. Dann wird das auf jeden Fall was mit mindestens Rang 500. Und wir skippen einfach Wump 1. Das ist schon fast ähnlich wie gestern. Gestern auch eine Ebene geskippt und dann war ich übel schnell von der Zeit her. Ja, okay. Ausnahmsweise gucke ich noch schnell in Itemraum. Ausnahmsweise. Not worth. Egal. Taten fehlt eigentlich noch ein bisschen, ne? Naja, es geht. Ah ja, gut, wir hatten ja Damage Down, das erklärt einiges. Gib mir Kohle. Gib mir Kohle. Nice, danke. Ist hier theoretisch was Gutes? Oh, holy shit, das ist geil. Aber ich, wie gesagt, will Wump 1 skippen. Habt ihr gesehen? Wump einfach geskippt.
Der Strahl ist jetzt sogar ein bisschen breiter geworden durch die Tatsache, dass wir jetzt die Kohle haben, was sehr geil ist. Was nicht so geil ist, dass wir die Map nicht sehen. Oh, wir sehen die Map wieder. Okay, never mind. Das heißt zwar nicht, dass ich weiß, wo es lang geht. Was eigentlich mein Hauptproblem ist. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zufälligerweise schon richtig. Na komm, 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 komm. Ich glaube, hier ist die einzige Befreundung bei Wrath of the Lamb, oder? Ja, ne? Ich meine. It lives, muss sterben. Poor! Okay, das kann ich jetzt nicht lesen. Warte, ich mach das gleich. Ich lese es gleich. Ich baller jetzt noch schnell durch. Ich hab mir gesagt, mindestens Rang 500. Das würde ich ganz gerne einhalten. Ja, man muss sich ja selbst noch voll nehmen. Aber das war gerade ganz gut, weil wir übelst schnell den Boss gefunden haben. Also, oh, yes! Nachdem wir gerade vorhin falsch waren, habe ich mich dann echt gut entschieden. Ah, das war doof. Der sollte so schnell tot sein. Hallo, gab's noch was für Flights damals auch schon? Das weiß ich gar nicht mehr. Was macht Kohle? Je länger der. Also. Wenn der. Das Ende des Strahls deinen Gegner trifft, macht das mehr Schaden, als wie wenn das am Anfang treffen würde. Ja, wir müssen noch schnell zwei Räume machen. Deswegen, je weiter wir uns weg. Okay, einen Raum machen wir noch. Sehr cool. Einfach nur, damit Megasatan noch schneller geht. Ace of Clubs, Strength, dann haben wir noch mehr Power. Okay, wir haben nichts, aber wurscht. Strength ist gar nicht mal so wichtig. Weil wir so übertrieben viel Schaden machen. Wie gesagt, je weiter wir hinten stehen, desto mehr Schaden machen wir. Also je näher wir an den Gegnern dran stehen, was ja eigentlich meine eigentliche Variation des Gegnerbekämpfens ist, desto weniger Schaden machen wir. Deswegen stehen wir ganz weit weg von denen. Und dann kann er uns gar nichts. Okay, er hält ein bisschen was aus, leider. Wir sind bei 15 Minuten. Ich denke, das sollte wieder Top 300 oder so sein. Oh, Platz 48. Boom. Skill, Baby. Skill. Platz 48 von der Zeit her. Ne? Was los? Alter, not bad, hä? Okay, da sind ein paar Cheater. Also wenn wir die ganzen Cheater wegrechnen. Also, wo ist... Hier sind realistische Zeiten. 15 Minuten, 14 Minuten, 14 Minuten, 12, 11. Ich glaube, unter 10 ist... eher schwierig. Aber... war schon nicht schlecht.
Gut, also das ist total unlogisch. 6 Minuten hat das keiner gemacht. Das glaubst du aber selber nicht. Aber hey, Rang 48 ist insane gut. Geil.